Es sind viele Leute da, das freut mich. Wir waren schon mal vor 2 Jahren da und ich durfte den ersten Vortrag des Tages halten. Da war noch der Saal ganz voll. Und meine Befürchtung war 16 Uhr. Das könnte schon eng werden, aber es sind tatsächlich viele da. Ja, herzlich willkommen. Ich wurde ja schon wirklich sehr, sehr nett, sehr freundlich vorgestellt, hat einfach. Der Titel wurde sogar vom Englischen ins Deutsche übersetzt, hat irgendwie. Das ist der englische Titel dazu, aber das ist quasi das Gleiche. Und ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir haben halt. Wir gehen sofort in Medias Res halt einfach. Worum geht's halt heute? Wir kommen quasi als Unternehmensgruppe aus einer Konstellation heraus, in der wir jetzt mittlerweile seit 50 Jahren in Holz, Beton und Stahl in der Primärkonstruktion denken und Aluminium und Glas in der Sekundärkonstruktion. Wir denken also quasi seit 50 Jahren halt Hybrid in der Primärkonstruktion. Und wir haben uns halt darauf fokussiert, quasi die gesamte Wertschöpfungskette des Planen, des Bauens und des Produzierens abzudecken bei uns. Das heißt, wir bespielen momentan fast 200.000 Quadratmeter Produktions- und Logistikfläche, in der wir konsequent Bauteile jeglicher Art vorfertigen halt einfach und anders halt, und da gibt es eine ganz klare Abgrenzung halt einfach zu bekannten Marktspielern, wie zum Beispiel Goldbeck, ist der riesige Unterschied halt einfach. Wir haben ein Produkt und customizen quasi das Gebäude damit. Ja, und die anderen Kollegen haben das Gebäude und die Produkte dazu. Und das ist eben der Unterschied zwischen den beiden Häusern. Ansonsten sind die Prozesse halt relativ ähnlich und vergleichbar halt einfach. Nur natürlich, wie man schon sieht, in einer etwas kleineren Dimension. Knapp 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir, setzen sehr stark auf Eigenleistung. Auch das ist eine wichtige Information für Sie, für das, was später kommt. Über die Hälfte der Mitarbeiter sind in der Produktion und auf den Baustellen eingebunden, der Rest halt in der Planung oder in den anderen Teilen des Unternehmens. Und wir bilden sehr stark aus. Wir haben zwischen 60 und 65 Auszubildende pro Jahr und das seit 5 Jahrzehnten halt einfach. Das heißt, mit den zusätzlichen 40, 50 Leuten, die wir noch als Bachelorstudenten oder als Praktikanten bei uns haben, haben wir im Schnitt zwischen 110 und 120 junge Menschen pro Jahr, die wir durch die Ausbildung oder zumindest durch den nächsten Karriereschritt begleiten hat einfach. So sind wir momentan aufgeteilt. Wir haben 3 Produktionsstandorte. Wir sind in Deutschland der größte Vorfertiger für Holzelemente an 3 Werkstandorten im Süden, in Südschwarzwald, in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Halle an der Saale. Heiden ist das Headquarter. Kurze Orientierung. Westliches Münsterland, 30 Kilometer südlich bzw. nördlich von Bottrop-Oberhausen, direkt an der Autobahn 31. Also logistisch gut abgedeckt. Und in Hamburg haben wir eine sehr starke Niederlassung, wo wir die Holzbauingenieure unter anderem platziert haben, hier in Bahnfeld. Das ist das, warum zeige ich Ihnen das? Das ist ein Überblick über das Headquarter, der Standort in Heiden. Wir haben quasi den gesamten Standort, auch die Altbestände, komplett durchmodelliert hat einfach. Wir haben quasi jedes einzelne Gebäude, auch alte Gebäudeteile halt quasi komplett digital erfasst. Dahinter läuft halt auch Madasta, dahinter laufen Materialausweise, Ressourcenbestände, die wir darüber digitalisiert haben. Hier sehen Sie die verschiedenen Werke. Wir haben bei uns im Hause bei so einer großen Menge natürlich unser eigenes Facility Management. Das heißt, wir bringen gerade für unsere Kunden halt im Projektgeschäft oder im Bauteilgeschäft, bringen wir natürlich den Gesamtprozess mit, weil wir ihn halt selber bei uns durchleben. Wir haben natürlich selber Bedarfe an Informationen über die Gebäude. Das wäre ein bisschen komisch, wenn ich auf der einen Seite BIM verkaufe und auf der anderen Seite mein eigener Gebäudebestand natürlich dementsprechend nicht aufgestellt wäre. Und so ist es natürlich auch mit allem anderen. Also alles, was wir quasi da draußen verkaufen und verargumentieren, leben wir bei uns im Unternehmen 1:1 weiter, sodass Sie sich das auch jederzeit anschauen können und auch in echt sehen können an der Stelle. So sieht das in echt aus halt einfach. Das ist nochmal aus einer anderen Perspektive, aber so sehen Sie das quasi nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Wir haben 3 Geschäftsfelder. Wir bauen, wir produzieren und über die Partners bieten wir Serviceleistungen ab, wie zum Beispiel Planungsleistungen. Wir haben über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Plansite, in der wir als Generalplaner oder Fachplaner quasi unterwegs sind. Und im Bereich erneuerbare Energien haben wir zusätzlich noch ein Unternehmen, was komplett im Bereich der erneuerbaren Energien plant, baut und weitere Leistungen anbietet. Und wir haben heterogenes Lösungsportfolio. Das heißt, wir bieten quasi unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern in ganz Europa unterschiedliche Möglichkeiten an, mit uns zusammenzuarbeiten. Da sind von Planungsargen dabei für große Architektur oder kleinere Architekturbüros, indem wir die Statik anbieten, bis hin zu ganzen GMP-Abwicklungsmodellen, bis hin zu Totalunternehmerverträgen, ist das die gesamte Bandbreite, halt einfach, die wir anbieten können. Und so haben wir quasi halt auch für die
Projekte und Produkte, die wir am Ende des Tages anbieten, auch für alles eine Lösung und eine Antwort. Ganz kurzer Überblick. Was für Projekte sind es? Das ist ein Industriebauprojekt, das ist momentan im Bayerischen Wald, was wir als Totalunternehmer abdecken. Das Besondere ist hier mit Sicherheit, das ist das erste Projekt für uns, in dem wir das Bürogebäude hier als Holzhybridkonstruktion realisieren. An der Stelle, allein aus brandschutztechnischer Sicht, ist das in so einem Produktionsgebäude schon sehr spannend, bis hin eben zu solchen Projekten, die wir schlüsselfertig abdecken, bis hin zu solchen Projekten. Das steht in Mülheim an der Ruhr. Letztes Jahr fertig geworden, hat einfach die Luftschiffhangerhalle, die wir montiert haben, bis hin halt zu solchen Laborgebäuden, Holzhybrid. Das ist unsere Niederlassung in Berlin. Das Timber Office, das ist in Brüssel. Das erste Holzhybridgebäude in Brüssel, was steht. Das ist momentan noch das dritthöchste Gebäude der Welt aus Holz. Das steht in Amsterdam. Das haben wir 2022 fertiggestellt mit 73 Metern und 22 Stockwerken aus Holz an der Stelle. Wir haben ja hier in Hamburg das Roots, was ja hier unmittelbar quasi auf der anderen Seite her steht, hat irgendwie, das ist ein bisschen kürzer, ist ein bisschen kleiner. Das und natürlich ein bisschen fetter vom Baukörper. Das ist natürlich sehr, sehr schlank. Das ist natürlich eine echte Herausforderung gewesen, hat einfach. Aber die Holländer waren tatsächlich schneller im Holzbau als wir Deutschen. Also das kommt noch dazu. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Was sind die qualitativen Anforderungen an eine Immobilie? Ich habe mal unser eigenes Fertigteilwerk an der Stelle genommen, das wir letztes Jahr eröffnet haben an diesem Punkt. Es gibt halt eine Fülle an unterschiedlichen Qualitätsanforderungen, die schon früher da gewesen sind und die sich natürlich in den letzten Jahren weiterentwickelt haben halt einfach oder auch weiterentwickeln werden halt. Verschiedenste Anforderungen, die entstehen und die natürlich im Zuge des Planungsprozesses permanent mitbegleitet, mitbearbeitet und im besten Fall natürlich auch durchkoordiniert werden müssen, bis sie natürlich dann zu den gewünschten Effekten kommen. Und die Effekte sind natürlich ganz unterschiedlich halt einfach. Ich muss also frühzeitig quasi die Anforderungen des Gebäudes und der Immobilie frühzeitig erkennen, damit ich nicht in einem späteren Planungsprozess wieder in die Überarbeitung gehen muss. So, und diese Anforderungen zu koordinieren, das ist mit einer unserer Aufgabenstellungen, die wir haben. Und das Entscheidende ist natürlich, früh am Anfang zu erkennen, wer sind die potenziellen Datenabnehmer dieses Gebäudes. Natürlich ist es die integrale Planung auf unserer Seite, es sind eventuell Zertifizierungsthemen, es sind vielleicht Circular-Plattformen oder Plattformen, die den Materialressourcenausweis zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Zeitgleich sind das natürlich auch immer Datenabnehmer bei uns im eigenen Hause, also alles, was die Supply-Chain-Kette natürlich angeht, Produktion, Produktionssteuerung, Transportmanagement, Montage. Unterstützung und das Allerwichtigste natürlich Daten für den Gebäudebetrieb, auf den es natürlich heute hinauskommt. Und das ist bis heute immer noch die Achillesferse, Daten für den Gebäudebetrieb. Wir haben allein in den letzten 15 Jahren eine erhebliche Qualität an Datenbeständen über unsere schlüsselwertigen Projekte realisiert, aber so gut wie kein Datenabnehmer. Also wir sind quasi der Autor von Daten, aber keiner will sie bisher haben. Und darüber kommunizieren wir natürlich auch schon seit Ewigkeiten. Es ist immer das gleiche Thema. Das war auch schon Thema der BIM World in München letztes Jahr hat einfach. Es gibt eine Fülle an Softwareanbietern, also an Instrumenten scheitert es nicht. Man sieht das ja schon auf dieser tollen Veranstaltung hat einfach. Aber die Daten dafür, die es braucht, um diese Instrumente natürlich auch sinnvoll zu nutzen, an denen fehlt es häufig oder die Qualität ist nicht durchkoordiniert, ist nicht integral geschaffen worden und es gibt natürlich dann Brüche. Und das ist natürlich mit einem der zentralen Themen, die wir natürlich hier beliefern werden halt einfach. Kommen wir einfach vom Gesamtprozess, der ganz einfach ist. Es gibt halt vier Bestandteile. Es gibt den Planungsprozess, es gibt den Produktions- und den Bauprozess, das Facility Management und das ganze Thema Zirkularität. Bei uns im Unternehmen, vielleicht nochmal so als Hintergrundinformation, ist es so, wir haben eine eigene Bauteilentwicklung. Unsere Produkte werden im Vorfeld entwickelt. Also wir warten jetzt nicht darauf, dass irgendeiner eine gute Idee hat, sondern wir haben einen sehr gut und sehr stramm geführten Innovationsmanagementprozess und entwickeln quasi Bauteile und auch deren Zusammensetzung konsequent im eigenen Hause weiter, mit oder ohne Unterstützung von externen, je nachdem, was es dazu braucht. Und der entscheidende Schritt ist jetzt, und die entscheidende Entscheidung vor vielen Jahren, vor über 10 Jahren war, dass jede Bauteilentwicklung immer ein zirkuläres Ziel hat. Das heißt, die Bauteile müssen eine Rückbaufähigkeit, mindestens eine sortenreine Rezyklierbarkeit, mindestens jetzt, und das ist jetzt neu, natürlich eine Fähigkeit haben, wiederverwendet werden zu können. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Ja, also das heißt, wir haben unsere eigene Messlatte vor über 10 Jahren ziemlich hoch gesetzt für ein Thema, was jetzt gerade aktuell ist oder zumindest aktueller wird.
So, und wir haben natürlich allein im Bereich Planungsprozess gibt es natürlich verschiedenste Systeme, die funktionieren müssen. Das ist mal eine Auswahl an Systemen, die wir halt im Planungsprozess einsetzen, halt einfach, die gesteuert werden müssen mit den entscheidenden Ergebnissen. Damit geht eigentlich alles los. Das Koordinieren dieser verschiedenen Bestandteile, die verschiedenen Teilpläne, bis es dann halt auch zu solchen Ergebnissen kommt. Das ist ein ganz entscheidender Prozess, der häufig natürlich sehr unterschätzt wird halt einfach. Und allein in dieser Phase findet natürlich die Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes statt. Hier ist die maximale Beeinflussbarkeit. Das ist auch keine neue Information, aber scheinbar muss sie halt immer wieder wiederholt werden, weil sich die meisten die Wirtschaftlichkeit leider Gottes zu einem viel zu späten Zeitpunkt erst reinholen, indem quasi nur noch über Herstellkosten diskutiert wird, aber nicht halt über die Wirtschaftlichkeit als solches. Und hier geht es natürlich darum, bei so einer großen Werkskompetenz geht es natürlich hier darum, relativ früh den maximalen Vorfertigungsgrad natürlich zu definieren. Der muss früh entschieden werden, sehr, sehr früh entschieden werden. Und das ist keine originäre Architektenleistung oder Tragwerksplanung, sondern es muss grundsätzlich vom Auftraggeber mit den nötigen Informationen entschieden worden. Genau die gleichen Themen, ich führe das mal weiter, was ist zum Beispiel Vorfertigung in Bezug auf die TGA, optimale Elementgrößen, um auch einfach Zeit auf der Baustelle zu sparen, Elementgewichte, die natürlich sehr, sehr viel auf den Transport einzahlen. Ein Hauptproblem, was wir heute haben, ist überhaupt unsere Schwertransporte in die Städte reinzukriegen, halt einfach über Brücken drüber zu kriegen und so weiter und so fort. Das sind alles Probleme, die sind da. Das ist die Realität. Da können wir noch so sehr darüber schimpfen, ob die Brücken zu langsam saniert werden oder nicht. Trotzdem, es wird gebaut und man muss ja irgendwie die Transporte irgendwie rüberkriegen. Das heißt, all diese Komponenten spielen natürlich halt eine ganz, ganz große Rolle und müssen frühzeitig durchdefiniert werden halt einfach. Bis hin natürlich halt auch zu Themen des Qualitätsmanagements, gerade wenn Sie im Holzbau oder Holzhybridbau unterwegs sind, dass Sie natürlich halt auch ein hohes Qualitätsmanagement an den Tag legen, was natürlich halt auch die Messtechnik von Wasserantritt und so weiter angeht. Auch die Qualitäten werden hier natürlich maximal beeinflusst. Zum Beispiel durch solche Faktoren wie Gebäudezertifizierung, Konstruktionen und Bauweisen, die ungeregelt sind. Ja, wer schon mal heute bei uns am Stand war, der sieht die Holzbau-Verbunddecke. Den Preis haben wir für eine Decke bekommen oder für eine rückbaufähige Holzbau-Verbunddecke bekommen, die in allen 16 Bundesländern heute nicht geregelt ist. Die Decke ist nicht geregelt, hat einfach. Es gibt keine Zulassung darauf. Und wir haben 16 Bundesländer, in denen wir immer einzelprojektbezogen diese Decke zulassen müssen. Nur mal, um die Komplexität zu zeigen, hat einfach, in der wir heute quasi aus einem hochkomplexen Thema, Prozess, wirklich etwas Einfaches machen müssen und Sicherheit schaffen müssen. Bis hin zu Finanzierung, bis hin halt natürlich zu eventueller Förderung. Und dann kommt eben der entscheidende Schritt, der Übergang natürlich in die Kalkulation, in die Angebotsphase, in den AFA-Prozess, in die Supply Chain, in dem natürlich verschiedene Teilpläne daraus entwickelt werden, halt einfach bis hin natürlich halt auch zur weiteren Planung der Montage, bis hin halt zur Arbeitsvorbereitung in der Montage, das sehen Sie an dem Haus, bis hin natürlich halt auch zu solchen Projekten, wo wir natürlich halt auch diesen Schritt brauchen. Das ist übrigens ein wie man sieht, eine Stahlkonstruktion. Das ist eine Figur für den Heidepark Soltau von Colossus, der Achterbahn, die Sie da sehen, der Holzachterbahn, wo wir beispielsweise allein für den Prüfingenieur eine relativ komplexe Stahlkonstruktion in Segmenten so visualisieren und aufteilen können, dass auch ein Prüfingenieur so eine Konstruktion durchprüfen kann, ja, weil sie halt natürlich so wie sie ist, einfacher zu verstehen ist natürlich, als wenn man nur alles quasi in Einzelteilen voneinander lässt. Bis hin natürlich halt auch zur Steuerung verschiedenster Bauelemente halt, bis hin natürlich auch zum Statusabruf. So werden heute bei uns oder bis heute bei uns Produktionen und Baustellen versorgt mit Informationen, wie es läuft. Bis hin natürlich auch zu solchen Visualisierungen und Themen. Das ist tatsächlich jetzt mal eine Holzbau-Verbunddecke mit einem angeschlossenen Balkonteil dran, hat einfach hochkomplexe Themen, die natürlich nur das Ziel haben, quasi diesen gesamten Prozess halt auch in der Kommunikation, auch mit den eigenen Teams, aber auch mit den Teams der Auftraggeberseite zu beschleunigen. Bis hin halt zur Qualitätskontrolle, die Sie hier sehen, das sind Kamerasysteme auf der Umlaufanlage halt quasi, die natürlich dann dokumentieren halt einfach, die das Thema aufnehmen. Alles aus unserer Sicht alter, kalter Kaffee, aber alles Informationsquellen, die angereichert werden, die das Gebäudemodell permanent um qualitätsorientierte Informationen anreichern, die Sie übrigens alle brauchen später. Die werden Sie irgendwann brauchen als Auftraggeber, weil Sie natürlich gewisse Dinge nachweisen müssen oder Sie wollen ja auch wissen, was hat er denn damals wirklich verbaut? Wie viel Bewährung ist da drin? Wie viele Einzelteile stecken im Beton drin? Da brauchen Sie natürlich halt solche Dokumentationen, die damit übergeben werden. Und das sind mal kurze Blicke bei uns in die Produktion, halt einfach rein, vom Betonfelterwerk bis zum Stahlbau,
ist zur Holzelementierung. Und darum geht es natürlich halt auch, diese Systeme zu steuern, weil sie wollen ja alle günstige Preise von mir haben. Aber es geht natürlich nur, wenn sie mich in die Lage versetzen, auch meine Produktion zu steuern. Und das geht natürlich nur über einen hohen digitalisierten Stand, den wir erzeugen müssen, um natürlich dann halt auch einfach über die Zeitachse X ein hohes Maß an Menge durchzuplanen, um dann natürlich halt auch zu vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnissen zu kommen. Bis hin zur Transportlogistik. So sehen heute unsere Verladethemen aus, hat einfach, wo schon der Logistiker relativ früh weiß, was auf ihn zukommt, hat einfach, wo verladen werden kann, hat einfach, wo dann auch später die Entladesituation im Voraus geklärt werden kann. Wenn wir Baustellen in innerstädtischen Lagen haben, wo wir meistens nicht mehr als 2 oder 3 Ladungsträger hinstellen können, weil sonst eine ganze Straße gesperrt werden kann, ist das natürlich unfassbar wichtig, halt einfach, wie natürlich die Logistik bei diesem hohen Vorfertigungsgrad für so eine große Baustelle natürlich halt auch funktionieren kann. Ja, allein nur als Beispiel, das sind jetzt noch Bilder aus dem Hautprojekt in Amsterdam. In Amsterdam wäre das ohne so eine Planung gar nicht möglich, weil die lassen erst den LKW von der Autobahn runter, wenn der in einem System gemeldet ist. Und das System braucht Informationen über, was hat er geladen, wie viel hat er geladen, wie schwer ist der, wie lange bleibt er in der Stadt. Das heißt, wie lange ist die Aufenthaltsdauer? Da kommen Sie gar nicht rein mit dem LKW zur Baustelle, wenn Sie das vorher nicht geliefert haben. Und diese Informationen müssen Sie natürlich dann bereit haben, halt einfach, damit dann halt auch eine Baustelle wie zum Beispiel in Amsterdam funktionieren kann. Und das läuft auf die Städte Berlin und viele andere Städte, auch Hamburg, für die Zukunft 100%ig hinaus, wird das gleiche Thema sein halt einfach. So, das sind alles so Abwicklungsthemen und natürlich kann man das immer schnell den Bauunternehmer sagen, dass er das regeln muss, aber es sind halt auch für die, die hier als Auftraggeber sitzen, ihre Themen halt einfach, weil ihre Baustellen werden länger, ihre Projektlaufzeiten werden länger. Sie bestellen was Vorgefertigtes, ja, und die Probleme entstehen im Nachgang, die man vorher in der Planung aber regeln muss, weil, was ich vorhin schon sagte, Gewichte, Elementgrößen entscheiden darüber, wie die Transportstrategie aussieht. Und wenn Sie vorher 3,80 Meter hohe Erdgeschosswände geplant haben, die aber durch die Brücke nicht durchkommt, hat einfach, ja, weil die Brücke zu tief ist, direkt halt vor der Baustelle, dann haben Sie einfach ein Problem. Dann fangen Sie wieder an, umzuplanen und erzeugen natürlich wieder Kosten. Ne, bis hin halt zu Baustellendaten halt einfach, die dann über Messsysteme, die wir heute auf den Baustellen haben, wieder zurückgespielt werden, bis hin natürlich zum klassischen Ressourcenmanagement halt einfach, um natürlich die vielen anderen Themen durchzuplanen. Was wir mittlerweile haben ist, weil wir ganz unterschiedliche Zielgruppen in Deutschland und Europa haben, ist immer wieder das Problem, wir ärgern uns immer so sehr, dass die Auftraggeber nicht verstehen, warum wir integral durchplanen, weshalb wir auch etwas mehr Zeit brauchen, um zu planen, um dann nach hinten raus eine kürzere Baustellenzeit zu haben, halt einfach. Und wir planen deswegen so genau, weil wir natürlich das Ziel verfolgen, Daten zu produzieren, die natürlich jetzt gerade mit Blick auf das Thema Facility Management, Lebenszyklusbetrachtung natürlich auch dort weiterverwendet werden können. Und wir haben uns in den letzten, vor 2 Jahren auf den Weg gemacht, haben gesagt, die meisten Kunden, die wir treffen, haben kein vernünftiges, funktionierendes FM-System. Alle sind dann entweder auf der Suche oder man hat etwas und wickelt es über Excel-Tabellen ab. Und wir haben mittlerweile ein eigenes Produkt und können quasi unseren S-Bild-Zustand, den wir halt liefern, in dieses Produkt mit reinliefern. Das haben wir bei uns selbst entwickelt. Ein ganz rudimentäres, überschaubares FM-Tool, mit dem wir dann quasi all die Informationen, die entstehen bei uns im Zuge der Planung, der Entwicklung, des Produzieren und des Bauens hat am Ende des Tages abgelegt werden können, indem natürlich halt auch unsere Kunden später hier auch einfach mit im Bereich Wartung natürlich halt auch Kräne warten können, andere Einbauteile warten können, Dächer warten können, in denen Informationen hinterlegt werden können, halt einfach, indem aber natürlich halt auch die wichtigen Informationen hinterlegt sind, halt einfach, die sich aus dem Bereich Zertifizierung ergeben, Energieoptimierung und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Es ist so einfach, wie es geht. Hauptsache, man hat irgendetwas, um zu arbeiten, hat einfach. Hauptsache, ein Nutzer ist da, der diese Informationen benutzt hat, einfach, um dann auch wirklich sich in diese Management-Rolle dann auch einzubegeben. Ne, bis hin natürlich halt zu den Informationen aus den Gebäudezertifizierungen und vielen, vielen anderen. Also mittlerweile ist es ja so, Sie brauchen ja gerade, wenn Sie, wir haben ja auch Fertigteile, die ja quasi einen sehr hohen Anteil an CO2-reduzierten Zementen haben oder Recyclinganteil. Und dafür brauchen Sie Nachweise, Sie brauchen die EPDs von uns am Ende des Tages. Die müssen ja irgendwo hinterlegt werden. Und wo liegen die? Die entstehen im Projektgeschäft, die gibt irgendwann der Auftragnehmer, gibt ihnen die rüber, dann landet die auf den Stapel, im besten Fall in so einem Projektordner, den kein Mensch mehr rausholt nach 2 Jahren halt einfach. Ja. Also die Informationen
verschwinden, sind nicht da. Und wenn wir frühzeitig miteinander besprechen, wo sie diese Informationen ablegen oder dass wir die Informationen zentral ablegen, damit sie dann später nach der Schlussrechnung, nach der Abnahme genau diesen Informationsstand bekommen, das sind doch die zentralen Diskussionen. Und das ist doch nachhaltiges Planen und Bauen hat einfach für die Zukunft, damit die Auftraggeberseite wirklich etwas Wertvolles hat und zwar diesen wahnsinnig wichtigen Informationsschatz hat im Rahmen der Gebäudebetriebsphase. Ja. Und natürlich sind ja bei uns Materialdatenbanken angeschlossen, wie zum Beispiel mal das da oder ganze Bauteildatenbanken. Diese Informationen gehen wir komplett mit rüber, sodass Sie auch zu jedem Zeitpunkt immer sehen können, wie groß ist der Zirkularitätsindikator, der Grad der Demontierbarkeit der Konstruktion und viele andere Informationen, die Sie sehen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Schritt, wenn Sie sich die Frage stellen, wie viel Zirkularität muss ich denn heute planen und in mein Gebäude zukünftig vorsehen hat einfach. Das macht immer nur dann Sinn, zirkulär zu denken, wenn es mir wichtig ist, als Auftraggeber ein Gebäude zu realisieren, das ich im besten Fall später selber betreibe oder wenn ich darin einen Sinn sehe, natürlich halt einfach zum Beispiel auf Dinge zu verzichten, wie Gefahrstoffe oder dass Dinge natürlich wichtig sind, später das Projekt halt auch wieder rezyklierbar zu machen, wiederverwendbar zu machen halt einfach. Und somit schaffen wir natürlich über dieses hohe Maß an integraler Planung genau diese Ziele, die verfolgt werden können. Sie können alles quasi sehen, was wir verbauen, egal was es ist, was wir im Produktionsprozess über die Kamerasysteme erfassen, sehen Sie immer, was ist tatsächlich drin, was steht im Plan. Sie können das zu jedem Zeitpunkt 30, 40 Jahre später immer wieder nachvollziehen halt einfach und haben quasi ein Modell, aus der Sie sich quasi, ich sag mal, Ihre Strategien entwickeln können, um beispielsweise das Thema Zirkularität dann halt auch einfach anfassbar zu machen und umsetzbar auch bei sich zu machen halt einfach. No? Und darum geht es halt einfach, das sind jetzt nochmal Einblicke bei uns halt in der Holzbaumverbunddecke, so wie sie halt getestet worden sind und so weiter und so fort. Und wenn Sie das alles erleben wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch bei uns ins Zukunftsforum, also zu unserer Heiden zu kommen, wenn Sie die Zeit und die Lust haben, weil wir haben halt bei uns quasi einen Ort geschaffen, da sehen Sie das halt, das sind 60 Quadratmeter Ausstellungsfläche, in der Sie quasi zu den Top-Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung natürlich und Nachhaltigkeit natürlich genau zu den Themen den aktuellen Stand sehen, den wir in unsere Projekte umsetzen und realisieren. Das ist handwerklich nachvollziehbar. Das ist nicht irgendwie eine Welt, die in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren kommt, sondern es ist etwas, was Sie bei uns sehen können und was bereits in der Umsetzung ist. Also Sie sind herzlich eingeladen, kommen Sie uns besuchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an der Stelle. Ich komme einmal noch mal kurz zu dir dazu, nutze den Moment, schaue ans Publikum, möchte gerne euch fragen, ob ihr für den Moment Fragen habt an Frank. Die könnt ihr nicht nur digital stellen, sondern natürlich auch gerne mit Handzeichen. Deswegen gerne einmal in den Raum gefragt, ob für den Moment Fragen da sind, die wir vielleicht noch mitnehmen können. Schau einfach mal gerade in den Raum. Glaube ich, übersehe nichts. Ich glaube, es ist erstmal so, es ist gut. Wie es ist. Dann also wenn die anderen keine Fragen haben, ganz wichtiger Tipp. Vor 2 Jahren habe ich den Speakerspreis, den 2. Platz gemacht. Wenn ihr jetzt die App nimmt, wenn ihr jetzt die App nimmt oder schnell runterladet und irgendwas damit jetzt gleich macht, ich will das gar nicht beeinflussen halt einfach. Das wäre ganz cool halt irgendwie. Ich habe was zu verteidigen halt. Das ist ein guter Aspekt. Nämlich da werden wir auch gleich nochmal genau den Trailer zu sehen, damit ihr alle wisst, wie das geht. Erstmal dir an der Stelle vielen Dank. Wenn man dich nachher nochmal sucht für eine Rückfrage, die vielleicht später aufkommt, wo finden wir dich? Also wir haben hier einen Stand und es ist, fragen wir, ich glaube, die Standnummer ist D2, Brüninghoff einfach in die App eingeben. Also dann kommt ihr hin, das ist hier irgendwie hier auf die linke Seite rüber und ich habe ganz tolle Leute mit dabei, 6, 7, wir sind mit 7 Leuten, glaube ich, hier, also auch zu jeder, wir können quasi zu jeder Pommesbude irgendwas sagen, hat irgendwie, das ist kein Problem. Also Brüninghoff, D2, ja. Frank Steffens an der Stelle, danke dir erstmal für den Moment. Gerne.